Mein Name ist Michael Lorenz. Ich bin evangelischer Pfarrer an der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Germering und bin im Vorstand der Bürgerenergiegenossenschaft Sonnensegler. Mir ist wichtig, die Energiewende vor Ort bei uns im Landkreis Fürstenfeldbruck voranzubringen. Jo, mein Name ist Tobias Lexhaller. Ich bin Fürstenfeldbrucker. Eigentlich von Anfang an. Und in einem halben Jahr habe ich die Sonnensegler kennengelernt und mir gedacht, da will ich mitmachen, die Energiewende im Landkreis Fürstenfeldbruck voranzubringen. Wir sind überzeugt, jetzt ist die Zeit zum Handeln. Und wir wollen nicht mehr nur reden und fordern oder demonstrieren, sondern wir wollen selber die Energiewende in die Hand nehmen und selbst auch Verantwortung übernehmen. Und wir als Sonnensegler möchten Sie und euch ansprechen und einladen, mitzumachen, wenn es euch auch so geht, dass ihr sagt, das geht so langsam voran mit der Energiewende. Wir wollen das jetzt endlich voranbringen, dass jetzt was passiert. Das heißt, unser Ansatz ist, wir warten nicht, bis irgendwelche anderen was tun, sondern wir wollen selbst vor Ort anpacken, dort, wo wir eben was bewegen können. Und unser Ziel ist, wie gesagt, den Landkreis fossilfrei zu kriegen. Ich selber bin jetzt Vollzeit für die Sonnensegler tätig, unentgeltlich wie gesagt, und mache die Projektierung von größeren Anlagen bei uns in der Genossenschaft. Das heißt, wir versuchen Gemeinden, Bürgermeister, Gemeinderäte von Windkraftanlagen und von Freiflächen-PV-Anlagen zu überzeugen. Wir führen die Gespräche mit den Landwirten, mit den Flächeneigentümern, und versuchen diese Projekte zu Bürgerprojekten zu entwickeln. Dabei ist immer völlig ideologie- und parteifrei unterwegs. Mir persönlich ist da einfach nur wichtig, dass die bayerische Staatsregierung selber gesagt hat und geschrieben hat per Gesetz zum 01.01. diesen Jahres, dass Bayern 2040 klimaneutral ist, noch 5 Jahre früher als der Bund. Und dem müssen jetzt Aktivitäten folgen dieser Zielaussage. Es ist Gesetz in Bayern. Wir können jetzt nicht mehr länger warten und sagen, irgendwas wird schon passieren. Wir wissen, die Fossilen sollen 2040 zu Ende sein. Wir sind 165 Genossinnen und Genossen momentan. Wir haben vor etwas über einem Jahr mit 80 gestartet. Wir haben uns also schon verdoppelt. Wir haben aber das Ziel in diesem Jahr uns gesteckt, 1000 Genossinnen und Genossen zu werden, eben weil um auch zu zeigen, dass die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis diese Energiewende auch wollen und die auch vorrangig wollen, damit es eben auch vorangeht mit den Genehmigungsverfahren, ist es wichtig, dass wir noch mehr werden. Mir selber war die Dimension dieser Aufgabe nicht bewusst bis vor 6 Monaten. Dabei ist es so eine einfache Rechenaufgabe. Man kann sich die Klimabilanzen des Landkreises Fürstenfeldbruck von der Landratsamt-Homepage runterladen. Und dann sieht man, wie viel Energie in den Gemeinden und im Landkreis insgesamt heute für was verbraucht wird. Und wenn wir dann umrechnen und diese Energie fossilfrei darstellen, also im Wesentlichen die Strom und bei uns zum Glück noch durch Tiefengeothermie, dann können wir relativ einfach ausrechnen, das ist eine pure Mathematik, wie viele Anlagen wir brauchen, um diese Fossilfreiheit für unsere heutigen 220.000 Landkreisbürger darzustellen. Und dann kommt man eben auf diese für mich damals auch überraschend hohen Zahlen: 77 Windräder, 600 Hektar Freiflächen-PV und 6 Tiefengeothermieanlagen für unsere östlichen Großgemeinden. Und da schluckt man dann erst einmal. Da schluckt man erstmal, auch wenn man dann sieht, was das an Investitionskosten bedeutet. Das sind ca. 2,5 Milliarden Euro. Uns ist aber wichtig, oder ich denke, das ist interessant, dazu zu sagen, dass wir natürlich, wenn wir das nicht umsetzen, auch sehr viel Geld für den Kauf von fossiler Energie einsetzen. Und wenn wir das Geld für fossile Energie ausgeben, wird es sozusagen verbrannt, kann man so sagen. Wenn wir es aber in erneuerbare Energien investieren, dann haben wir diese Anlagen dann und können dann eben erneuerbare Energie aus diesen Anlagen gewinnen und auch die Gewinne im Landkreis dann halten. Deswegen ist uns wichtig, dass wir als Bürgerinnen und Bürger das angehen und nicht warten, bis Investoren von außen kommen.
Wir wollen jetzt auch mit niemandem mehr diskutieren, ob die Energiewende richtig ist oder falsch ist oder ob Atomenergie besser gewesen wäre als sonst irgendwas. Wir stehen einfach dort, wo wir heute stehen. Und von dem Punkt aus müssen wir losmarschieren und 2040 die Ziele erreicht haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht darüber diskutieren, ob es am Ende 77 Windräder wären oder nur 75 oder 73 oder vielleicht sogar 78. Jedes einzelne Stück bringt uns dem Ziel näher. Und wir können eigentlich nicht mehr länger warten. Der Genehmigungsprozess eines Windrads dauert auch heute noch mindestens 4 Jahre. Und wenn die Bürgermeister meinen, sie warten jetzt erstmal ab und schauen mal, was passiert, dann fährt der Zug irgendwann. Und dann ist er auch nicht mehr aktiv beeinflussbar. Dann kommen irgendwann Investoren, nehmen sich die Flächen und bauen irgendwas drauf. Am Ende brauchen wir den Strom. Ich sehe es alternativlos. Das ist eben leider jetzt die Erfahrung, dass die Bürgermeister oft sagen, naja, warten wir erstmal noch ein bisschen, lassen wir ein bisschen Zeit ins Land gehen, wie sich es entwickelt. Deswegen ist uns wichtig, dass wir mehr Werbung machen wollen, dass wir mehr Mitglieder bekommen wollen, weil wenn wir mal tatsächlich 1000 sind im Landkreis, ist gleich auch unser Gewicht, unser politisches Gewicht ein ganz anderes. Dann können wir mehr bewegen. Deswegen wollen wir Ihnen auch gerne kurz vorstellen, wie die Genossenschaft, wie das funktioniert, wie man da mitmachen kann. Ist im Prinzip ganz einfach. Man erwirbt einen Genossenschaftsanteil. Das sind 300 Euro plus 300 Euro Aufgeld. Also mit 600 Euro ist man dabei. Der Vorteil bei der Genossenschaft, das ist die demokratischste Unternehmensform, die es in Deutschland gibt. Jeder, der einen Anteil hat, hat auch eine Stimme in der Generalversammlung. Und es ist auch die Unternehmensform, die am wenigsten von Insolvenzen betroffen ist. Und für uns ist es wichtig, dieses Kapital zu haben. Zum einen eben, wie ich schon gesagt habe, um das politische Gewicht von uns zu steigern, je mehr wir sind. Und das andere aber auch, brauchen wir dieses Grundkapital, um Projekte wie große Freiflächenanlagen und Windenergieräder projektieren zu können. Da muss man ja ein bisschen in Vorleistung gehen und dafür braucht es ein gewisses Grundkapital. Wenn dann tatsächlich Projekte umgesetzt werden, werden die dann über Nachrangdarlehen und Bankdarlehen und mit Kooperationspartnern finanziert. Ja, dazu werden Gesellschaften gegründet, Projektgesellschaften, GmbHs und KKGs in der Regel. Wir versuchen dann die Flächeneigentümer mitzubeteiligen, auch als Kommanditisten zu gewinnen. Vielleicht auch andere Spieler im System wie Gemeinden oder Städte, wo die jeweilige Anlage steht, oder auch der Energieversorger, in einem speziellen Fall in Puchheim, vielleicht auch der Wasserversorger, weil er selber Flächen dort hat. Also da setzen wir drauf, dass das sehr stark dann durch Beteiligung auch an der Projektgesellschaft funktioniert. Insgesamt versuchen wir, die Sonnensegler in Ortsgruppen zu organisieren, in den Gemeinden. Wir haben auch einige Ortsgruppen schon etabliert, Fürstenberg, Olching, Emmering, Germering, Puchheim, Krügenzell. In der Richtung muss es weitergehen, dass sich engagierte Bürger finden in den Orten, in den Gemeinden, in den Kommunen, die dann so ein Projekt auch für die Kommune nutzen. Bürgerenergieprojekte, Ladeinfrastruktur draus bauen und so weiter. Wir können es ja für uns machen. Das ist ja die Frage, handeln wir oder lassen wir uns behandeln? Ja, die Ortsgruppen, also die ersten Projekte, die wir jetzt im ersten Jahr umgesetzt haben, wir sind ungefähr seit einem Jahr, seit Februar letzten Jahres geschäftsfähig und haben 2 Aufdachprojekte gemacht im kleinen Muck in Germering, das ist ein städtischer Kindergarten, und die Naturkostinsel in Olching, das sind 2 50 Kilowatt Peak-Anlagen, die wir jetzt schon umgesetzt haben. Und gerade in Ortsgruppen, die sind gut dafür da, eben solche Dachprojekte in den einzelnen Gemeinden umzusetzen. Sind auch jetzt im Gespräch mit dem Landratsamt wegen den weiterführenden Schulen, Gymnasien und solche Dinge, wo sich auch noch gut Projekte umsetzen lassen. Neben den Aufdachanlagen schaue ich mir vor allem die Freiflächenanlagen und Windkraftmöglichkeiten an. Wir sind am Projektieren der ersten Freiflächenanlagen in Puchheim, in Olching, in Maisach. Und ich schaue mir momentan viele Gemeinden an, wo Windräder stehen könnten. Ich schaue mir nicht die Flächen an, die gehen würden, sondern wo das einzelne Windrad stehen könnte, mit den Abstandsflächen, die notwendig sind, mit den Abständen zwischen den Windrädern, die notwendig sind.
und gehe dann mit einem Plan von ein paar Windrädern, die in der Kommune möglich sind, auf die Kommune zu, auf den Bürgermeister zu und sage ihm, was denn bei ihm möglich wäre. Dann ist sein nächster Schritt zu sagen, was will ich, wen binde ich ein, wie findet die Meinungsbildung in der Kommune statt. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn viele Sonnensegler in der Kommune sagen würden, was sie denn draus machen wollen. Vielleicht auch noch interessant zu wissen, eine Genossenschaft hat einen Vorstand, einen Aufsichtsrat und uns ist auch wichtig, dass wir als Vorstand und Aufsichtsräte alle ehrenamtlich arbeiten. Es sind auch viele mit dabei, die wirklich Ahnung vom Fach haben. Der Vorstandsvorsitzende, der Falk Wilhelm Schulz, hat auch schon die Olchinger Stadtwerke geleitet und ist im Energiebereich schon lange, lange tätig und der Jürgen Honold in Puchheim genauso. Also sind nicht nur Pfarrer dabei, sondern wirkliche Fachleute. Und kommunale Amtsträger auch. Kommunale Ja. Amtsträger. Wir haben Stadträte, wir haben Bürgermeister, stellvertretende Bürgermeister und freuen uns auch, dass unser Landrat Thomas Kamers in letzter Woche beigetreten ist. Genau, und unser Riesenglück, das wir in diesem Jahr hatten, ist, dass der Tobias Lexhaller jetzt dabei ist, um die Projektentwicklung voranzutreiben, der dafür viel Fachwissen und Zeit und Energie und Lust hat. Genau. Lust und Zeit und Energie, das ist richtig. Und vor allem eben, ich stehe auch tagsüber gerade den Behördenvertretern, den Amtsvertretern und so weiter zur Verfügung, ohne dass ich dabei meinen eigenen Beruf vernachlässigen müsste. Deswegen hoffen wir, dass wir Ihnen, dass wir dir vermitteln konnten, dass wir eine gute Idee davon haben, was 100% erneuerbare Energien in Fürstenfeldbruck bedeuten. Wie der Tobias vorhin gesagt hat, das kann man eigentlich ganz genau errechnen. Das haben wir getan. Also wir wissen, was wir bräuchten, um hier klimaneutral zu werden im Landkreis. Wir wissen, was die Schritte dahin sind. Und wir brauchen eigentlich eure Unterstützung. Wir brauchen noch mehr Mitglieder, um dem Ganzen noch mehr Energie und Fahrt zu geben, um wirklich hier was zu bewegen, was wir hier im Landkreis machen können. Das ist, glaube ich, einiges. Eins muss man vielleicht noch ergänzen, wie wir uns da so einfinden in den anderen Organisationen, die im Landkreis tätig sind. Wir haben ja jetzt seit 1. März die Energieagentur der drei Landkreise, Fürstenfeldbruck, Starnberg und Landsberg, aktiv, auch mit dem neuen Geschäftsführer, dem Andreas Weigand. Der ist auch Gründungsmitglied und Aufsichtsrat bei den Sonnenseglern übrigens. Wir sind diese Woche zum ersten Mal live in Kontakt mit den benachbarten Landkreisvereinen und Genossenschaften, denn interessanterweise haben alle drei Landkreise ja so eine ähnliche Struktur. Es gibt überall einen Verein, bei uns ist es Ziel 21 in Fürstenfeldbruck, die ganz viel Aufklärungsarbeit betreiben und es gibt in allen drei Landkreisen so eine Genossenschaft, die tatsächlich dann über Bürgerbeteiligung Projekte umsetzen will. Also wir als Genossenschaft sehen uns nicht als Bildungsträger oder Überzeuger, sondern allein als Projektumsetzer, als Vehikel für die Bürgerbeteiligung in den erneuerbaren Energienprojekten, die wir im Landkreis brauchen. Wir arbeiten da auch mit den Nachbargenossenschaften zusammen, in dem Sinn, wir sind jeweils gegenseitig Mitglied. Also wir sind bei den anderen Genossenschaften Mitglied, die sind bei uns Mitglied. Wir nehmen uns da auch nichts gegenseitig weg, sondern versuchen, jeder an seinem Ort die Energiewende voranzubringen und uns gegenseitig auszutauschen, zu unterstützen. Insofern auch von mir der Appell, den der Michael jetzt schon zwei, dreimal gerichtet hat. Wir freuen uns über weitere Genossen. Inzwischen darf man Mitglieder auch sagen, sogar offiziell darf man inzwischen Mitglieder sagen. Auch mir geht es darum, meine Zeit noch einzubringen, um ja, diese Energiewende voranzubringen, die letztendlich ein sicheres Leben, wie wir es genossen haben, für unsere Kinder auch möglich machen soll. Können auch gerne auf unsere Homepage gehen, sonnensegler.bayern, und sich weiter informieren oder auch beobachten, was in der Presse über uns steht. Uns einfach wohlwollend begleiten und natürlich gerne mitmachen und mitmischen.